Zing, zing, zing. So, 3 zu 1. Und Haut rein! Also Fleck, ich muss sagen, dein Ding da oben sieht gar nicht mal so schlecht aus. So von Arc. Ganz schon wieder was so richtig falsch klingt. Können wir das mal heute nicht lassen? Nein. Sie lobte den Bergfried. Ja, dein Bergfried, das klingt halt falsch. Ich will es ja nur mal gesagt haben. Also, sind wir mal ehrlich, an Bergfried lässt sich ja nur nichts Schlüpfriges finden, oder? Das ist da hinten oh, und Bergfried! Vorne nicht. Ja, und damit sage ich Hallo in dieser neuen Folge Seven Days to Die. Mit der Chaos-Truppe. Hallo! Bergfried! Ja, ich hatte jetzt aufgehört mit meiner Leitungsgeschichte, ne? Ja, hau raus. Was ich euch noch erzählen wollte. Also, es war vor, dass mich jetzt nicht lügen, so vor 1,5 Wochen war ein Schreiben bei uns, einfach nur so ein Einwurf, ne, von der Telekom. Manche haben Einwurf, manche Auswurf. Red weiter. Oh Gott. Und in dem stand eben drinne, dass, ja, wir haben jetzt bei Ihnen VDSL verlegt. Und ich kämpfe ja hier seit Jahren darum, dass wir eine neue Leitung bekommen. Gibt sogar schon richtige Initiativen hier in diesem Bezirk. Ich muss immer wieder lachen. Wir sitzen mitten in Berlin und wir haben eine 6K-Leitung, Tatsache, mit Zuschaltung LTE. Das wissen ja die meisten. Und ja, jetzt war so ein... War so ein Informationsblatt einfach in der Post. Und ich sofort angerufen und die junge Dame am Hörer meinte dann zu mir, ja, das ist wirklich in der Tat der Fall. Wir haben es erst vor ein paar Tagen installiert, sozusagen. Und ich dann, geben Sie mir sofort das Ding, ich nehme alles. Und dann musste sie schon, glaube ich, das erste Mal lachen. Es war ein witziges Gespräch. Ich habe auch zu ihr gemeint, sie hat mir damit das schönste Weihnachtsgeschenk gemacht. Und da war sie ganz gerührt. Also ich krieg übermorgen, für euch jetzt, übermorgen. 10-Sekunden-Regel, was kriegst du? Eigentlich die Leitung. Ach so, eine neue Leitung. Das ist wunderbar für dich. Wie viel Mbit hast du denn? 100 down, 40 up. Oh, dann hat sie mehr als ich. ja. Ach, wie finde ich das ja schön. Ist Jorle ihrer länger als meiner, verdammt. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja, aber das, ich bin immer noch ein bisschen skeptisch. Also für die Leute, die diese Folge hier jetzt gerade sehen, ist es wahrscheinlich dann schon passiert. Dann muss ich gucken. Mal eine ganz andere Frage. Ich habe 2 Vorhängeschlösser gefunden. Brauchen wir die für irgendwas? Ja. Ja, pack unten in die Kiste. Dafür gibt's schon, so eine Kiste. Vorhängeschlösser. Bitte? Nochmal hoch, das ist alles so. Tut mir bitte eingefallen und seid vorsichtig, wenn er jetzt über die Dings springt, über die Absperrung, die ich gebaut habe, über diese Wände. Du hast eine Absperrung gebaut. Na, diese, unser Außenwand. Ich habe ein paar Spikes gesetzt, da wo sie beim letzten Mal durchgekommen sind. Alles klar, da springen wir nicht drüber. Ich weiß nicht, ob ich die hier so richtig platziere. Ich weiß nicht, ob das auch so Sinn macht, aber hey. Ja, das heben wir mal auf. Das heben wissen wir werden was, wenn es vorbei ist. Ja, ne? Hat die jetzt auch nicht überall, damit die reinlaufen. Ich meine, sie bleiben jetzt wirklich auch erstmal am Zaun hängen, ne? Das wird uns schon eine Menge Zeit verschaffen, sie abzuknallen. Zeit. Sag mal, Fleck, was hast du denn jetzt an Munitione? Ich habe gerade 104 Pfeile. Ne, 100 und eigentlich fast 120 Pfeile. Müsste erstmal eine Weile reichen. Ja. Ach, Schiete, ich hab die Dings oben muss vergessen. Mal kurz was essen, ich sterbe sonst. Na komm, paar Kinder. Oh. So. Oh. Was war nochmal gegen Vergiftung? Gut, Honig, ne? Also gegen diese Krätze-Krankheit da. Ja, Honig. Oh, Mann, nicht. Ey, das ist wirklich so, als würdest du das Spiel wirklich zum ersten Mal spielen. Aber auch bei jeder Session das erste Mal wieder spielen. Es ist. Ich schalte jedes Mal. Pass auf, du liegst nach montags völlig fertig im Bett, ja. Jenny. Ich hingegen, ich resette mein Hirn nach jeder Session. Wahrscheinlich! Das muss man sich echt mal vorstellen. Fleck sitzt irgendwo, drückt so eine Stelle an seinem Kopf und zack. Klick, klack,
Ach. Das ist denn nicht mehr so wie bei Matrix, ne? Was so wie, ich muss jetzt unbedingt den Helikopter lernen und dann macht das wie. Und dann hast du es gelernt. Nein, bei Fleck ist das genau der umgekehrte Fall. Das ist so ein Sieb, was er einfach im Kopf hat, glaube ich. Wichtig, unwichtig. Wichtig, unwichtig. Genau. Und das Gelernte in den Montagabend Seven Days to Die Sessions, das wird unter unwichtig abgelegt. Ja, wahrscheinlich. So, was war denn jetzt hier alles? Ich muss ja den ganzen Krempel hier aussortieren. Feiert ihr denn jetzt eigentlich Weihnachten? Ja. Unterm Baum! Ja, wir haben auch einen Baum geholt. Also beziehungsweise mein Männekamp hier den einen Tag an, hatte einen Baum unterm Arm und ich dachte mir so, what? Hast du sonst noch nie einen Baum gehabt? Naja, wegen den Katzen. Also wir hatten letztes Jahr einen, da haben wir schon einen geholt. Das klappte ganz gut. Die beiden hängen jetzt nicht im Tannenbaum, wenn du es so willst. Wollte gerade sagen, was machen denn eure Katzen mit dem Baum? Ja, die meisten Katzen, die gehen da durchaus gerne mal ein bisschen eine Runde spielen, ne? Ich hatte mal eine Katze, aber der war der Baum relativ bumpe, außer dem Lametta. Sie fand das Lametta. Ach, das ist doch schön. Oder die Kugeln, die da immer so runterhängen. Waren ihr egal. Das Lametta war das Interessante. Ich muss jetzt mal den Ofen anschmeißen. Ich hoffe, die alte Trute kommt nicht oben. Wer ist denn die alte Trute? Ja, die Schreierin. Ich hoffe, die kommt jetzt hier nicht angerannt, wenn ich den Ofen kleine Kreischi von Eischi. Genau. Wollen wir das Garagentor machen oder wollen wir dieses Runterfahrbartor machen? Runterfahrbartor, Garagentor. Wusste gar nicht, die Eva hatte auch schon gesagt, dass wir irgendwie ein anderes Tor machen können. Ja, können wir auch. Ich bin nur gerade... Grüße an Eva. Entweder so ein Garagentor, was zwei Türen hat und aufgeht, oder so ein Brückentor, was runtergeht, wo wir einen Graben drunter bauen könnten. Das haben wir auch zur Auswahl. So, Jenny, bevor du jetzt anfängst zu heulen, ich werde mich hier in die Wand, da werde ich mich reindreschen. Wieso da? Hier, wieso? Weil ich den Brückenschluss zum Turm haben möchte auf dieser Höhe. Ja, dann mach's da bitte genau mittig, sonst... Sonst genau. Kriege ich einen Heulkrampf. Ja, hier ist doch schön. Genau mittig. Ach, das ist ja sogar noch eher. Keine Spitzhacke benutzen. Ja, Fleck, es wäre vielleicht auch von Vorteil, weil wir sind hier nur, guck mal, die Decke, da sind nur noch zwei oder drei Lagen Erde drüber. Ja. Das heißt, es wäre eigentlich praktischer, wenn du dich hier irgendwo vom Stein her reinbohrst, oder? Ehrlich gesagt finde ich das aber vom Stein her, also lass mal... Ich weiß, dass es mühseliger ist, aber... Das ist hier noch nicht die Decke von oben. Denk dran, da hinten gehen wir ja noch ein paar Meter nach oben. Also ich sage ja, aber das sind hier nur noch so drei Lagen drüber. Das ist nicht mehr so viel. Ja, pass auf! Das müsste es unter dem Feld gerade sein, von daher. Vorsichtig! Vorsichtig, Fleck! Außerdem, jetzt sind wir hier eh schon auf Stein, sehe ich da gerade. Pass bloß auf hier. Aber jetzt finde ich diese Tür nicht mehr. Die eine habe ich ja gefunden. Sag mal, ach doch, die Spitzhacke hat er jetzt genommen, okay. Iron Bars. Ja, das ist alles nicht so gut. Ich mache auch einen ganz schmalen Gang. Ja, mach halt. Was höre ich da gerade? Dann ist übrigens empfohlen worden, wegen Item A und Item B, das zeige ich euch jetzt mal, ich habe es schon in der letzten Folge mal kurz gezeigt, wenn Jenny mal hier kurz aus der Workbench rausgeht. Sofort, ich suche gerade diese eine Tür, die ich... Ach, Reinforced Drawbridge, die meinte ich. Gott, die dauern ja ewig. Ach, Scheiße. Bitte bin draußen. So, hier, Item A, Item B hat mir einer empfohlen. Ich zeige euch mal, dass das völlig unsinnig ist momentan. Passiert nicht viel. Ich könnte jetzt auch eine kleinere nehmen. Warte mal. Eggs. Pickaxe. Ich weiß nicht, bei Stone Eggs geht das ja noch so vom Materialwert her, aber so wirklich, really? Na. Was höre ich denn für komische Geräusche, sag mal hier? Not wirklich. Wirklich. Oh, hier, am heutigen Tag, also nicht an dem Tag, an dem ihr die Folge seht, aber am heutigen Tag ist die PC-Demo zu Resident Evil rausgekommen. Also 7. Okay. Gibt's aber auf Steam, kostenlos. Gab's vorher auch, ja, aber nur auf PS4. Ja, ich wollte gerade sagen. Was, Fleck, ganz ehrlich, was machen die Padlocks in einer Waffenkiste?
Da passen Sie auf, dass kein anderer Unfug reinlegt. So. Haha. Mann, ey. Denn die fragt auch einfach nicht mehr. Das ist so. Sind die hier irgendwo noch drüber? Schubst da wer von hinten? Hört auf, hier damit. So laufen so. Oh, was wir echt brauchen könnten, wäre der Bohrer. Der wäre so eine Erleichterung. Ja, oder der, Dingens hier. Nagelpistole, die wäre cool. Soll ich mich durch einen Stein durchnageln, oder was? Nein, die Nagelpistole wertet ja mit einem Schlag auf. Das ist ja nicht mehr geil. Wäre okay. Irgendwas außen rum. Oder Jenny erntet, das weiß ich nicht. Jenny, was denn? Weißt du, was wir mal gucken könnten? Ich meine, hier, der Garten ist schon wieder halb fertig. Fertilizer mal schauen. Soll ich dir dazu jetzt eine Antwort geben? Zum Schauen für das Fertilizers? Brauchst du die Chemiestation? Sag mal, kann das sein, dass da oben irgendwer unseren Garten auseinander nimmt? Ich ernte gerade ab. Ach so, Mensch, ich höre da oben ganz gerade rasch, roms. Nein, ich ernte gerade ab. Ja, eigentlich wäre es sinnvoll, wir würden warten mit Anpflanzen, bis alles fertig ist. Und dann wieder komplett neu ansetzen. Nee, ist ja auch in Ordnung. Man kann es ja hier mit in eine Kiste reinpacken erstmal. Okay. Und doch haben wir alles drin. Mir geht das Gebubbel hier vorne auf den Nerv. Dann mache ich das jetzt. Oh, ich freue mich so auf der Horde. Heute kommt sie. Ich freue mich immer so eine irrsinnige Vorfreude auf die Horde. Echt? Ja, ich freue mich auch immer, wenn ich dran denke, dass Trump und Erdogan und Putin hier so die mächtigsten Männer, gut, Erdogan müssen wir rausnehmen, und ab nächsten Jahr dann auch Frau Petri, da freue ich mich drauf. Der Erdogan denkt nur, er wäre der mächtigste. Das ist so genauso wie der Duterte. Der wer? Der aus dieser andere Diktator. Hollande? Nee, der selbst aus irgendwelchen komischen Gangsterkreisen kommt, ja, und jetzt den ganzen Kriminellen, auch den Drogenleuten und so gesagt hat, er wird alles töten. Aha. Das ist auch immer so gut. In welchen Kreisen verkehrst du denn, sag mal? Nachrichten. Weißt du, kennst du sowas? Nee. Nachrichten? Und ab nächstes Jahr kommt Frauke Petri als Bundeskanzlerin dazu und dann freue ich mich drauf. Und Sasa Gabor ist gestern gestorben. An was? Dame war alt. So. Alt? Alt darf es ja in unserer heutigen Zeit aber nicht mehr werden. Doch mitunter noch eine, ja, doch eine legendäre Dame. Eine Dame von Welt. Stand jetzt irgendwie 2 Monate vor ihrem 100. Geburtstag. Ne? Schon heftig. Schade, ne? Was ist schade? Ich glaube, das ist in dem Alter. Sag mal, was bröckelt denn hier runter? Das war Jenny, glaube ich. Jenny, bröckelst du? Jenny bröckelt? Ja, ich habe gerade was weggehauen und was neu gebaut. Jetzt in die Höhle rein. Sag mal, gibt es diesen Bug eigentlich noch, dass man durch die durch den Boden nach oben klippen kann, also backen kann? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, eigentlich nicht. Vor dem habe ich nämlich gerade Angst. Ach so, weil du da in diesem... ja, das könnte interessant werden. Beobachte es doch mal weiter. Also, aber nein, ich glaube nicht. Ich glaube, auf einmal flutschte ich an der Oberfläche. Ich glaube, der ist nicht mehr da, dieser Bug. Ich habe übrigens wieder Kaffeedrinks, ne? Kaffeedrinks. Und mit Brötchen. Brioche. Brioche. Ich habe drauf gewartet. Ich habe drauf gewartet. Diesmal leider keine wirklichen Brioche. Da steht jedenfalls nicht Brioche drauf. Es garantiert auch kein Brioche drin. Ja, und Annette hat mir auch geschrieben, dass das Brioche eigentlich ein Hefezopf ist. Ich habe hier nur so ein Brötchen mit Schokostückchen. Aber vielen Dank. Annette, Eva, sag mal, du bist ein reiner Frauen-YouTube-Kanal. Eigentlich gar nicht. Ich glaube, mein Frauenanteil liegt nur so bei 10%. Das sind ganz wenig. Oh, dann habe ich ja mehr als du. Ja, weil sie alle auf dich fliegen. Weil ich so charmant bin. Oh Gott, das habe ich nicht gesagt. Doch, Jolle, du hast laut gedacht. Wir haben es alle mit drauf auf der Aufnahme, aber sowas von. Ach, ich mag doch unseren Fleck auch. Weil ich so gerne Heu sage.
Ich stehe ja, steh ja auch immer hinter dir, deshalb muss ich letztens wieder in den Kommentaren auch betonen. Du bist zwar bescheuert, aber... mit der Axt, mit der... Ja, genau. Oh, sag mal, ich werde hier... also Flag, Tunnel. Kurze Frage, hast du extra einen Gangway gebaut? Um dein Häuslein rum? Was? Gangbang? What? Gangway. Was gebaut? So ein Balkon. Ja. Ja, das wird noch einer. Der ist noch nicht fertig, aber das wird noch einer. Okay. Komm, ich nehme jetzt mal die Axt hier und komm, was soll's. Also irgendwann soll das mal einer werden, aber... Erstmal will ich ehrlich gesagt hier den Brückenschlag zwischen unserer Höhle und dem Untergrundtunnel da. Brückenkampfbrücke. Ach ja, genau, dann die. Nee, ne? Was ist denn? Das hast du jetzt nicht ernsthaft gesagt. Wieso? Weckt so böse Erinnerungen. Ach nein. Warum? Die Brücke hat bis zum Ende gestanden. Ja, unsere Brücke war doch episch. Ja, genauso wie der Kackehaufen. Der bis zum bis zum Schluss über unserem Haus hing. Der Tat, ja. Ah, diese Physik, ne? Dann fiel er irgendwann um. Ja, ja, pünktlich zum Ende der Staffel. Ja, aber auch nur, weil ich glaube, das Problem war, weil ich Fackeln dran anbringen wollte. Ja, genau. Das hat er nicht verkraftet. Ja, Fackeln, da ist er innerlich verbrannt. Das hat er nicht gemacht. Epischer Dung, verbrannt. Keine Ahnung. In der Folge haben sich die Leute nur auf Stein einhacken sehen, aber das ist okay. Fleck, mich sehen sie auch so oft nur eine gewisse Sache tun. Die Leute gucken die Videos ja auch hauptsächlich wegen unseren intellektuell hochwertigen Gesprächen. Definitiv. Und nicht wegen dem Überleben. Boah, diese Ironie in dem Satz, ne? Aber also, komm, ich meine, wir geben uns Mühe. War ich doch total ernst gemeint. Ja. Wir sprechen alle gesellschaftskritischen Punkte sprechen wir an. Hier Grenze, Politik. Politik hatten wir drin, hier AfD und Trump. Was hatten wir noch? Ja, ich meine, gut, das ist sogar so, ja, insofern richtig. So, Soziales hatten wir dabei, hier YouTube-Trends und so, ne? Jetzt können wir auch mal über Soziales, was können wir noch? Hier, also wir hatten alles dabei, Kunst hatten wir keine. Oh, hat die Jenny tief gebuddelt hier. Kunst ist ja eigentlich so eher meins, ne? Kunst. Ja. Wobei wir produzieren ja im Spiel genug Kunst, also insofern. Ja, du vielleicht. Kunst. Also hier mein Haufen. Ich bitte euch. Ich wollte gerade sagen, da sind wir dann wieder beim Kackehaufen. Ja. Ist das moderne Kunst? Wie einer so schon sagte, der hängt doch mal, der hängt doch mal bei der MoMA, ne? In der MoMA. Hängt mal eine weiße Leinwand. Was ist denn eine MoMA? Ja, das ist die, Museum auf, Modern Art. Genau, Modern Art, aber das kommt, ist ja ursprünglich, glaube ich, kommt das Ding aus New York. Ich glaube, Modern Art soll aus New York. Aber die MoMA war auch mal hier in Deutschland. Ist schon ein paar Jahre her, Fleck. Und hier in Berlin sogar auch. Und es hing mal in der MoMA. Pass auf. Eine weiße Leinwand. Welcher von euch Knallfröschen hat meine Tür weggeholzt? Einer, ich weiß nicht. Kann ich das jetzt mal erzählen oder nicht? Ja, erzähl mal. Wo ist die Tür hin? Diese weiße Leinwand, da war wirklich absolut nichts drauf, hatte auch Namen, der farbenfrohe Pinguin, Papagei, irgendwie so. Was? Der rote Papagei, ich glaube, das Ding hieß der rote Papagei. Okay. Papagena. So, und jetzt kommt der Clou. Das Ding ist in dem Sinne Kunst, weil er mit der Assoziation spielt. Der rote Papagei. Und wenn du roter Papagei liest, dann hast du einen roten Papagei. Im Innern, im Kopf einfach. Es ist total bescheuert. Ich habe kein Wort verstanden. Der rote Papagei. Du assoziierst ein Bild davon einfach. Wenn ich dir sage, ein blauer Pinguin, dann hast du jetzt vorm Auge einen blauen Pinguin. Das nennt man Assoziation. Und das hat der ausgenutzt und für sich benutzt. Und der hätte auch schreiben können, schwarzer Blauwal. Das wäre genau die gleiche Scheiße gewesen. Das war keiner von euch. Hier sind teilweise Blöcke angeknackt. Hier ist ein Zombie reinmarschiert des Nachts. Ja, naja, kann sein. So ein Trickschwein. Untoter. Au, das war schmerzhaft. Können wir mal einen Song bitte draus machen? Ja, bitte, mach. Wir nennen dich ab jetzt Beatbox-Jorle. Ja. Oh Mann, nee. Das kann ja, Fischi viel besser als ich. Box. Aber wo du gerade Beatbox sagst.
Kennt ihr die Version Halleluja von Pentatonix? Halleluja! Genau. Oh. Ich finde die echt schöner als das Original. Darf man eigentlich gar nicht sagen, aber... Jetzt habe ich euch, letzte Folge habe ich euch gefragt, wie ihr Weihnachten feiert und ihr habt nichts gesagt. Nee, du hast gefragt, ob wir Weihnachten feiern und da habe ich gesagt, ja. Ganz, also bei mir ganz stinke langweilig, klassisch, Weihnachtsbaum, fertig. Also aber auch nur denn zu Hause oder auch mit Le Family? Ja, Family wird besucht und man dann hin und wieder, aber ja, nee, im Prinzip erstmal nur zu Hause. Und bei mir ist ja sowieso schwierig, weil die Eltern in drüben an der Mosel wohnen. Ach so, ja gut, das ist bei meinem Männer ja auch immer so schwierig. Die sind alle in ganz Deutschland verteilt. So, und insofern, ja, ganz, ganz stinke langweilig klassisch, obwohl keiner von uns hier großartig der Dreifaltigkeit frönt, dem oberen Herrn. Und Weihnachtsbaum haben wir trotzdem. Nee, also sowas, Kirchengänger oder sowas, nee, um Himmels Willen, das würde ich auch, glaube ich, nicht zu Weihnachten. Ich musste das mal mit meiner Mutter machen. Nee. Nee. Da hat sie keine Lust drauf gehabt. Nee. Ich musste mir auch mal so ein Orgelspiel anschauen. Oh Gott, war das langweilig. Regnet's? Ja, ne? Ja. Ja. Oh, wir haben... Nee, es ist erst 7.22 Uhr. Können wir noch ein bisschen... Nee, ich habe, glaube ich, so einen Kirchenkoller gekriegt. Mich haben sie getauft. Ja, Gott sei Dank. Mir blieb sowas erspart. Also, da war ich drei Monate. Da haben sie mich gewässert. Gewässert? Bist du jetzt immer noch... Ich bin jetzt immer noch, aber nur, weil ich zu faul bin, irgendwo hinzugehen. Karls, also auch immer noch... Ich müsste bezahlen, aber ich... Naja, warte mal, wie drückt man das aus? Sagen wir, ich zahle noch. Oh Gott. So. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll, aber jedem das seine. Ich bin auch noch in der Kirche drin, aber... auch nur noch aus einem Grund. Weil du mal kirchlich heiraten möchtest. Ich werde kirchlich heiraten. Echt? Ja. Oh, wie süß. Wann sind wir eingeladen? Wir alle. Das wird ein bisschen Füllefleck. Ich möchte der Trauzeuge sein. Und was? Ich dachte, ich werde das. Ich schmeiß dann Blumen. Ach nee, das waren die Blumenmädchen. Ach, ja, es ist nächstes Jahr soweit. Wir haben mit Reis beschmissen, das ist doch schön. Ja, aber mit ganzen Paketen. Wow. Bin auferstanden aus Urinen. Bei mir wird es nur eine Heirat geben am Standesamt. Denn aber auch nur so, jetzt trag mich ein, du Sau. Ich hab genug von dem ganzen bürokratischen Scheiß. Lass mal in Ruhe, trag uns ein. Trag mal ein, du Schwein. Trag mal ein, das wird eher so laufen. Trag mal ein. Komm, nur Bürokratie. Ja. Kann man das? Ja, kann man. Möchten Sie Musik? Nein, ich möchte nur eingetragen werden, bitte. Echt? Wollen Sie noch Trauzeugen? Man kann auf dem Standesamt Musik machen? Ja, bei uns hier ist immer alles voll. Also die haben schon, man kriegt ja noch nicht mal mehr telefonisch, kann man die so schlecht erreichen. Das kannst du vergessen. Also die schreiben selbst auf ihrer Homepage, wir können telefonisch nicht antworten, weil wir unterbesetzt sind. Kann man da auch so Songs machen wie Highway to Hell? Na, ja, stimmt. Sicher, in einem gewissen Rahmen. Kannst du die standesamtliche Trauung fast so wie eine kirchliche Trauung abhalten. Nur im gewissen Rahmen. Also du kannst, wenn der Standesbeamte das okay heißt, Musik von einer Liveband spielen lassen, du könntest auch reingeführt werden als Frau und auch Blumen gestreut will werden aber können. Aber als Mann reingeführt werden. Ja, du gehst doch eh mit Rock hin, Fleck. Ja, sowieso. Ich will als Mann reingeführt werden und ich will ein Blumenmädchen. Welches ist das Standesamt mit Rosenblättern? Nee, mit diesen Stinkefrüchten. Schauen hier zufällig welche vom Standesamt zu, denn schicken mir eine Mail. Und wir wollen nur unterschreiben. Ja, das wäre ganz toll. Nur unterschreiben, mehr braucht nicht. Wir wollen keinen Schnickschnack. Dankeschön. Bitte meldet euch. Ach du hast jetzt an dein Standesamt gedingst. Alles ja, klar. Vielleicht gibt es ja hier jemanden, der vom Standesamt kommt.
Ich glaube ja nicht, aber... Dann auch noch zufällig von deinem, oder wie? Nee, ist egal. Ich fahre denn da auch hin. Hauptsache, du lässt uns unterschreiben, ne? Also es ist denn... Wir nehmen auch keine Leute mit. Wir kommen einfach, unterschreiben und dann sind wir auch wieder weg. Das ist ja ganz nett. Oh, ich laufe rum wie Falschgate, Leute. Gebt mir eine Aufgabe. Ja, Jenny, ich werte hier schon den ganzen Scheiß auf. Komm mal her, ich habe hier über 30 Bäume gefällt. Ja, wo bist du denn? Ich hab über 10.000 Holz in der Tasche. Da bist du. Ich bin unten und werte auf hier. Wenn man Holz in der Tasche hat, müsste man ja eigentlich stinkreich sein, weil man ist ja schon reich, wenn man viel Moos in der Tasche hat. Ne? Hier, Jenny. Wenn man dann aber Holz in der Tasche hat, was ja noch Jenny, viel besser als Moos ist, dann müsste man ja stinkreich sein. Ja, man kann alles aufwerten. Ich habe keine Ahnung, von was du sprichst. Holz, Moos? Ohne Moos nichts. Gewehros. Au. Ah, ich bin hier am Ackern wie ein Bär, um vor Einbruch der Nacht, also vor der Horde, noch die nächste Etage von meinem Bergfried einzubauen. So wichtig. Ist da warum? Puh, ja, was denn? Nee, ich weiß auch nicht warum. Ja, Jenny, ich guck mal kurz nach diesen Eisengittern. Komm gleich wieder. Ja, was ist, Flag? Die sind fertig. Oh, jetzt gibt's hier einen Steg, alles klar. Wow, 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 wow. Der Bergfried. Oh Gott, wir müssen schon lange raus. Ja. Bis zum nächsten Mal, liebe Klopse und Klopsinnen. Oh Gott, bis dann. Tschüss.